Jesus erklärt. Mein Rat für eine gesunde und glückliche Ehe und geistige Partnerschaft. 19. Oktober 2014. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Heute Abend möchte er das Thema Ehemann und Ehefrau ansprechen. Dies ist eine wichtige Angelegenheit, da der Erfolg oder das Scheitern einer Ehe und das geistige Leben von dem Verständnis der göttlich-geistigen Ordnung abhängt. Ich war eine sehr rebellische Frau. Ich habe meinen Ehemann oder die Männer im Allgemeinen nicht gewürdigt in meinem Leben. Ich habe Männer immer als gleichgestellt betrachtet. In einem gewissen Sinn sehe ich nichts Falsches darin. Paulus sagte, da gibt es weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins in dem Messias. Gott hat jedoch den Mann zum Schutz und zur Absicherung der Frau in der Ehe bestimmt. Dies ist eine prophetische Botschaft und dies sind die Worte des Herrn. Am Ende der Botschaft werde ich über die Art sprechen, wie ich meinen Ehemann entehrt habe. Jesus begann: Claire, ich möchte, dass du den Bereich der Absicherung und des Urteilsvermögens in der Ehe ansprichst. Es ist mir ernst damit. Ich weiß, dass du zurückhaltend bist, aber es ist wichtig, dass du mir vertraust. Viele Frauen sind ihren Männern voraus. Das ist die Natur der Welt und der Dinge. Aber viele sehen nicht, was dahinter steckt. Was ich damit meine ist, sie sehen nicht mich in ihren Ehemännern. Wie kann man das nähren, was man nicht sieht? Sie suchen nach einem Märchenbuchriesen oder nach einem geistigen Riesen, wenn ich aber in dem Demütigen und Verborgenen wohne. Die Männer fühlen sich schnell eingeschüchtert von ihren Frauen. Sie lassen jenen Zustand nicht immer durchblicken, aber sie sind es. Ich garantiere es euch. Einschüchterung zwingt einen Mann, sich zurückzuziehen und den Boden aufzugeben, von dem er vermutet, dass er ihn einnehmen sollte. Die Pflichten eines Mannes in der Welt halten ihn beschäftigt, für seine Familie zu sorgen. Wenn er nach Hause kommt, ist er müde und das letzte Ding, was er tun will, ist in die Zeit mit mir einzudringen. Er sieht seine Frau, wie sie die Führung übernimmt, teilweise, weil sie genug Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und zu beten. Er weiß, dass er damit nicht konkurrieren kann. Und er tritt in den Hintergrund. Und er tut das, was am einfachsten ist für ihn. Ich mache mir mehr Sorgen um ihn, weil dieses Muster des Aufgebens sich negativ auf seine Beziehung zu mir und zu seiner Frau auswirkt. Sie wächst, er steht still. Außer wenn er ein sehr ungewöhnlicher Mann ist, mit einem starken Verlangen nach mir. Diesen Ladies muss ich sagen, dass es eine Kunst ist, einen verlorenen Mann zurückzugewinnen. Es ist eine heikle Aufgabe, die viel Selbsterkenntnis erfordert von einer Frau und viel Unterordnung und ganz viel Arbeit. Du meinst unsere Worte abwägen und unsere Haltung betrachten? Das ist richtig. Worte sind bloß eine oberflächliche Bekundung einer Herzensgesinnung. Mein Rat an alle Frauen, die sich darin wiederfinden: Erkennt mich in eurem Ehemann und pflegt mich, damit ich ihn dominieren kann. So ist es für mich sicher, in den Vordergrund zu treten und die Führung zu übernehmen. Du weißt, was du durchgemacht hast. Und du kannst nachher einiges davon teilen. Herr, meinst du meine Kämpfe, Dinge auf meine Art tun zu müssen?
Ja, und mit anderen Dingen, wie heimliche Kritik. Kleine Füchse, die am Ego eines Mannes nagen. Dinge, die du nicht laut sagst, aber er nimmt es wahr in deiner Haltung gegenüber ihm. Ich weiß, dass du immer noch damit kämpfst und ich helfe dir. Aber weil es frisch ist in deinem Gedächtnis, hast du etwas Solides, das du mit ihnen teilen kannst. Erinnere sie daran, dass Dämonen 24 Stunden, 7 Tage arbeiten, um die männliche Ehre in der Familie und übrigens auch in der Welt zu untergraben. Das ist es, warum Männer so anfällig sind für Ehebruch. Da kommt eine Frau vorbei bei der Arbeit und sie lässt ihn 3 Meter groß fühlen. Er kommt nach Hause und seine Frau macht eine Bemerkung darüber, dass er seine Schuhe in der Mitte des Zimmers liegen ließ. Es ist nicht nur jene Bemerkung, es ist die Summe solcher Bemerkungen über 20 Jahre, die einen Ich-bin-schlecht-Knopf generieren in seinem Herzen. Berühre ihn nur ganz leicht und all die anderen Bemerkungen kommen auch zum Vorschein und er fühlt sich selbst schlecht. Du hast Glück, du hast einen empfindsamen Mann geheiratet, also kannst du diese Dynamik direkt offen sehen. Die meisten Männer verbergen es mit einer hässlichen Bemerkung zurück oder sie ziehen sich zurück in ihr Fernsehprogramm oder in den Sport oder in die Läden. Du fragst, warum die Dämonen so darauf aus sind, einen Mann zu entehren. Weil der Mann die Absicherung und der Schutz ist. Dies ist die korrekte Ordnung. Wenn sie der Situation nicht gewachsen sind, können die Dämonen eine Frau sieben und sie in die Irre führen. Sie dringen in ihre Gebetszeit ein und verleiten sie zu falschen Worten. Sie führen sie in ein fruchtloses Unterfangen und schlussendlich überzeugen sie die Frau, dass sie einen geistigeren Mann braucht. Die Kinder bekommen alles mit und dieses respektlose Benehmen wiederholt sich in ihrem Leben. Es ist also ein erniedrigender Zyklus für die Männer, der weitergeht in die nächste Generation. Der Mann hat ein sehr sensibles Verständnis für Ordnung. Sehr oft arbeite ich durch ihn, damit er erkennt, dass etwas nicht stimmt. Aber weil er Kahns Zorn fürchtet oder jedes andere bedrohliche Verhalten, ist es bequemer, es schlittern zu lassen und wie es schlittert, hinunter, hinunter und noch weiter hinunter. Dies ist so an den Orten, wo das Leben mit den geistigen Erkenntnissen der Frau geführt wird, ohne Oberhaupt. Außer vielleicht andere weibliche Freunde, die auch so leben. Das ist für sie aber auch keine Hilfe. Es ist wie wenn der Blinde den Blinden führt. Ich habe jenen Mann an jenen Ort gesetzt, um die harten Dinge anzusprechen und den Dingen entgegenzutreten, die fragwürdig sind. Aber weil er nicht mit den Reaktionen der Frau umgehen will, seien es Tränen oder Missbilligung, lässt er es schlittern, bis er nutzlos ist als Absicherung und Schutz für seine Frau. Dieser Lehrgang ist nicht für alle, nur für jene, die bereit sind, sich selbst zu demütigen und eine gute Ehe zu führen. Ich sage euch, Ladies, ich werde eure Männer in einer Art und Weise nutzen, wie ich euch niemals nutzen kann. Das ist der Grund, warum ihr verheiratet seid. Nicht nur um Kinder zu bekommen und ein sicheres Zuhause zu haben, sondern um ein heiliges und produktives Leben zu führen, das in der Wahrheit und nicht in einer Täuschung gelebt wird. Und um heilige Nachkommen hervorzubringen. Bei Adam und Eva könnt ihr dies sehen. Adam wusste, dass es falsch war, von dem Baum zu essen, aber er fühlte sich wohl. Er war selbstgefällig und wollte keinen großen Streit mit Eva anfangen. Und darum machte er mit. Ihr Männer seid nicht so stark, wie ihr zu sein scheint. Muskeln und Starksein sind nicht gleichbedeutend. Stark zu sein bedeutet vorauszudenken und gute
starke und solide Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie gegen das laufen, was eure Frau will. Stark bedeutet, okay Herr, ich bin willig, Streit und Schmerz zu ertragen, der sich daraus ergeben wird, wenn ich mich meiner Frau widersetze, dem, was sie will und was sie fordert und so weiter. Ich stehe zu dem, was ich glaube und auch, dass du mich führst, unabhängig davon, was es kostet. Das ist ein starker Mann. Das bedeutet nicht, sie zu schlagen oder zu beschimpfen. Nein, das ist für Weicheier und nicht für einen echten Mann. Liebt eure Frau, wie ihr euch selbst liebt. Denn wie gut euer Leben verläuft, hängt davon ab, wie ihr eure Frau behandelt. Ich führte euch nicht zusammen, damit ihr harsch und gemein seid zu ihr. Wenn ihr das tut, könnt ihr erwarten, dass die Welt euch die gleiche Behandlung zukommen lässt. Ich führte euch zusammen, damit ihr einander liebt und tut, was richtig ist. Also werdet ihr sie mit eurer Geduld und Ausdauer überzeugen. Im Übrigen, Ladies, ein Mann muss nicht geistig sein nach eurer Definition, um meine Wege zu hören und meinen Willen für eure Familie zu erkennen. Ich pflanze es tief in ihn hinein. Ja, es ist wunderbar, wenn er es ausfindig macht in der Schrift, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, ob er geistig geführt ist. In vielen Fällen wird er ein Gefühl empfinden tief im Innern und eine Überzeugung, weil ich in ihm es ihm gab. Ja, ohne die Fallen eines Bibelstudiums, eines Mittwochabendgottesdienstes oder eines Sonntagsgottesdienstes. Ich wohne in ihm. Und was fehlt in eurer Ehe ist, dass ihr mich in euren Männern würdigt. Schaut, ein Mann wird zur Seite treten, wenn eine Frau ihn mit einer Gabe übertrifft. So viele Männer haben genau das getan und sie haben das Steuer abgegeben an jenes, das alle Antworten zu haben scheint. Also mache ich einen formellen Aufruf an alle, die diese Worte hören. Ehrt mich in eurem Mann, unabhängig von seinem geistigen Zustand. Wenn ihr dies tut, werde ich meinen Teil ausführen und ihn veranlassen, groß zu stehen. Es wird Zeit in Anspruch nehmen. Es wird nicht über Nacht geschehen. Aber ihr werdet sehen, wie verschiedene Schichten der Verantwortung in ihm zum Vorschein kommen. Baut ihn auf und zeigt ihm meine Liebe, nicht eure. Meine Liebe reicht über Schuhe inmitten des Zimmers oder über zerknüllte Tücher im Badezimmer hinaus. Demütigt euch selbst und werft einen langen Blick darauf. Macht eine gedankliche Liste von all den Dingen, wo ihr eure eigene Meinung bevorzugt, eure eigene Absicht und eure eigenen Wege. Beobachtet euch selbst in den kommenden Tagen. Tragt euer Kreuz. Ihr seid zum Teil verantwortlich für seine Passivität gegenüber mir. Also leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. Was sich in einer wunderbaren Ehe auswirken wird. Die Ehe, die ihr hättet haben sollen und immer wolltet. Ich kann dies tun, wenn ihr kooperiert. Diese Instruktionen sind für jene von euch, die mit dem richtigen Mann verheiratet sind. Wenn ich euch nicht zusammengeführt habe mit diesem Mann, könnt ihr trotzdem in Demut wachsen und ich werde ihn entfernen, wenn ich es für richtig erachte. Bis dann werdet ihr heiliger und vertrauter werden mit mir und ich werde ein Ehemann sein für euch. Euch wird es nicht an echter Gemeinschaft fehlen. Denkt daran, Stolz ist die Wurzel dieses Übels und er kann nicht in den Himmel eintreten. Also, meine Gesegneten, habt keine Angst vor Erniedrigung und Demut. Es ist nur euer Stolz, der leiden wird, und das ist ein Bonus für euch. Das war das Ende seiner Botschaft. Hier nun einige meiner Erlebnisse. Was ich jetzt mit euch teilen will, sind einige Arten, wie ich meinen Mann entehrt habe.
Ihr könnt dies mit euren eigenen Wegen vergleichen. Da sind viele weitere Beispiele, diese sind mir einfach in den Sinn gekommen. Zum Beispiel: Er möchte mit mir einen Spaziergang machen, doch ich bin zu beschäftigt mit meiner Arbeit, mit meinen geistigen Dingen oder mit anderen Dingen, damit ich später Zeit habe für meine geistigen Dinge. Und deshalb lasse ich ihn hängen. Ich habe dies getan und dies war falsch, so ehrt man ihn nicht. Ein anderes Beispiel ist eine Entscheidung zu treffen, um zum Dinner auszugehen. Ich beharrte auf meinem eigenen Weg in der Vergangenheit. Welchen Film sollen wir ansehen? Ich habe meine Meinung deutlich kundgetan, anstatt ihn zu fragen, was er möchte, und ihm nachzugeben. Weitere Beispiele: Zu akzeptieren, wie er seinen Privatbereich organisiert hat, in seinem Büro, seinem Laden oder im Badezimmer. Also nicht seine Sachen verschieben oder ein Durcheinander hinterlassen oder putzen bis zum Punkt, wo alles am falschen Ort steht oder liegt. Ich habe dies getan. Ich habe ihn ignoriert, wenn er möchte, dass ich mir ein bisschen Zeit für ihn nehme. Ich war so sehr in meine eigenen Angelegenheiten und Pläne vertieft, dass ich es für unmöglich erachtete, es beiseite zu legen. Am Ende schicke ich ihn allein nach draußen. Dies habe ich auch getan. Ich ließ ihn Kleider tragen, in welchen er sich nicht wohlfühlte. Ich bestand darauf, dass er so und so aussieht, wenn wir ausgehen, anstatt ihm einen sanften Stupser zu geben. Liebling, ich möchte heute Abend etwas Besonderes tragen für dich. Oder: Ich liebte jenes grüne Shirt wirklich, das du kürzlich getragen hast. Das klingt anders, als ihn sich hässlich oder eingeschüchtert fühlen zu lassen. Ich kann es jetzt gerade hören, wie einige von euch sagen: Oh Claire, ich bin dir weit voraus, ich mache all diese Dinge schon. Nun, bravo Ladies, ich gratuliere euch. Jetzt erzähle ich euch, wie streng der Herr mit mir war, kurz bevor er mich in den öffentlichen Dienst auf YouTube geschickt hat. Schaltete sich mein Computer plötzlich von selbst aus und wurde schwarz. Nichts funktionierte mehr. Ich konnte ihn weder aufstarten noch irgendetwas mit ihm tun. Schlussendlich gab ich unter Tränen auf und dachte: O du meine Güte, das war's mit meinem Dienst. Es war unmöglich, genug Geld aufzutreiben, um es zu reparieren. Überhaupt keine Chance. All die Lehrgänge, Lieder, Grafiken und Filmmaterialien, die ich nutzen wollte, alles war weg. Ich hatte keine Arbeitsmittel, um den Dienst auszuführen, für welchen er mich ausgebildet und gerufen hat. Dies ist, was er zu mir sagte: Dein Dienst für mich ist absolut nutzlos, wenn du deinen Mann nicht würdigst wie mich. Ehre deinen Mann genauso, wie du mich ehrst, sonst kann ich dich nicht nutzen, Claire. Das ist die nackte Wahrheit, Leute, und das ist, was er zu mir sagte. Ich war richtig niedergeschlagen, meine ganze Welt stürzte zusammen, denn offen gesagt hat er mich für diese Aufgabe 33 Jahre lang vorbereitet. Ich wusste, dass dies später in meinem Leben kommen würde. Hier bin ich nun an diesem Punkt und er hat mir so viele reichhaltige Dinge geschenkt, um sie mit anderen zu teilen. Und jetzt sagt er mir, dass jene ganze Ausbildung und all jene Erfahrungen ihm nichts bedeuten, solange ich meinen Ehemann nicht ehre, ihn wirklich ehre. Autsch! Für mehrere Tage war ich vor Kummer komplett gelähmt. Es war mehr Selbstmitleid als göttlicher Kummer. Bis er anfing, mir zu zeigen, wie kontrollierend ich war. Ich war entsetzt darüber, was aus mir geworden war. Er sagte mir,
dass er oft versucht hat, mich durch meinen Mann zu führen, aber er konnte nicht, weil ich ihn nicht würdigte. Zum Beispiel das Geschirr. Mein Mann wollte, dass ich mich von einigen Tassen, Tellern und Silberbestecken trenne, damit ich nicht immer so viel Reservegeschirr habe. Über viele Jahre bat er mich, dies zu tun, und über viele Jahre habe ich ihm widerstanden. Dann realisierte ich, was ich tat. Nach mehreren Jahren trennte ich mich von 2/3 unseres Besteckes und Geschirrs und siehe, der Abwasch ist in 20 Minuten erledigt. Es bewirkte einen großen Unterschied. Der Herr wollte während all diesen Jahren, dass ich dies mache, aber weil die Küche mein Bereich war und ich dachte, dass ich es besser weiß, was das Beste ist, konnte er nichts tun mit mir. Der Herr versuchte, meinen Ehemann zu nutzen, aber in meinem Stolz wollte ich nicht zuhören. Zurück zum Computer, nach 3 Tagen Dunkelheit. Kein Wortspiel beabsichtigt hier. Dachte ich, dass der Herr vielleicht Mitleid haben würde mit mir, da ich aufrichtig Buße getan hatte. Ich dachte, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein. Ich lief hinüber und öffnete meinen Computer. Und auf einmal funktionierte er wieder tadellos. Das war vor einigen Monaten. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit ihm. Es war offensichtlich, dass dies ein Akt Gottes war. So ernst meint es der Herr, dass ich meinen Mann ehren soll. All meine Gaben sind sinnlos für ihn, solange ich meinen Mann nicht ehre. Es kann sehr wohl sein, dass ihr Ladies, die hier zuhört, überhaupt nicht in dieser Situation steckt. Wenn ihr aber den kleinsten Hinweis einer solchen Haltung bei euch wahrnehmt, wollt ihr vielleicht dieses Gebet mit mir sprechen. Herr, wir flehen dich an, verändere uns und zeige uns, wie wir unsere Männer unterdrücken und sie in den Schatten stellen und sie dazu veranlassen, sich zurückzuziehen. Schenk uns die Gnade, unseren Stolz zu besiegen mit deiner Demut. Zeige uns unsere schiefen Wege und begradige sie. Bitte, Herr, schenke uns Mut und richte unsere Ehemänner auf und führe sie in die Berufung, die du für sie vorgesehen hast, und hilf uns, ihnen eine rechte Gehilfin zu sein, während sie auf deinen Ruf reagieren. Hilf uns, sie aufrichtig zu lieben, zu ehren und zu respektieren, genauso wie wir dich lieben, ehren und respektieren. Herr, ich glaube, dass du dieses Gebet erhörst, denn ich weiß, dass dies dein Wille für uns ist. Amen.